Willkommen zu unserer Auszeit, die erste Auszeit in 2024. Ich freue mich sehr, wieder heute mit euch die Auszeit machen zu dürfen. Und wie immer, wenn wir einsteigen in unsere Achtsamkeitsmeditation, kommen wir erstmal bei uns selber an. Wir suchen uns eine Position, die jetzt für uns passend ist, eine sitzende oder eine liegende Position. Und du wählst eben genau das, was für dich jetzt gerade stimmt. Also setze oder lege dich ganz bequem hin. Schließe sanft deine Augen. Und beginne ganz tief und bewusst zu atmen. Und spüre, wie du mit jedem Atemzug Ruhe und Gelassenheit sich in deinem Körper ausbreiten dürfen. Nimm wahr, wie dein Atem in deinen Körper strömt. Einfach beobachten, wie es sich anfühlt, wenn der Brustkorb sich weitet, die Schultern sich leicht heben. Der leichte Lufthauch an den Nasenflügeln, bei der Ein- wie auch bei der Ausatmung. In der Einatmung der Bauch sich leicht nach vorne wölbt, während du etwas tiefer in deine Kissen, in deine Unterlage sinkst. Beobachte die Atemwelle, wie sie sich durch deinen Körper schlängelt, wie sie sich fortsetzt. Von der Nasenspitze in deinen Brustkorb hinein, weiter in den Bauchraum, ins Becken. Und gerade dort spürst du deutlich, wie du tiefer in die Kissen und Unterlage sinkst, wenn du einatmest. Und daraus hervorkehrst, wenn du wieder ausatmest. Es ist ein Sinken, ein sich fallen lassen. Mit jedem neuen Atemzug. Und vom Becken setzt sich dein Atem weiter fort. Er wandert durch deine Hüftgelenke hindurch, über deine Oberschenkel bis zu den Kniegelenken. Und von dort alles enge, schwere, behindernde mitnehmen, weiter deine Schienbeine und Waden entlang, bis in deine Fußgelenke. Und gerade dort dürfen wir einen Moment ganz bewusst einatmen und ausatmen. Sind es doch unsere Füße, die uns durchs Leben tragen, Schritt
um Schritt, um Schritt. Manchmal geht es steil bergauf oder hinab. Manchmal müssen wir hohe Stufen erklingen. Und manchmal hüpfen wir von einem Podest hinunter, ganz leicht und frei. So lass auch hier deine Fußgelenke ganz frei und durchlässig sein und nimm Kontakt mit deinen Fußsohlen auf. Lass sie ganz weich werden. Besonders den Punkt der sprudelnden Quellen, der sich in der Mitte deines Ballens befindet. Der erste Punkt deines Nierenmeridians. Von dort steigt die Lebensenergie in uns auf. Und stell dir vor, wie dieser Punkt so weich und durchlässig wird, dass sich die Lebensenergie, die Mutter Erde uns zur Verfügung stellt, hineinfließen kann und dich vollkommen mit aufnehmen. Die Energie strömt in dich wie klarer, reiner Äther, wie kristallklares Wasser und füllt deine Füße, deine Zehenspitzen. Denke auch an den Raum und die sanfte Wölbung zwischen deiner Zehen und auch die werden kräftig umspült. So wie wenn du mit deinen Füßen in einem Strand am Meer stehst und die Wellen über deine Zehen und Füße hinüberschwappen. Und weiter strömt diese Energie in dich ein, deine Knöchel entlang und wieder in Waden, Schienbein, Kniegelenke, die werden kräftig umspült und gereinigt. Auch hier kann sich Schwere und das, was festgehalten wurde, lösen. Mit dieser sprudelnden Energie weiter in dir aufsteigen. Oberschenkel, Vorderseite, Rückseite, Gesäß, bis in deine Hüftgelenke hinein, die ebenso tüchtig umspült werden. Lass deine Hüftgelenke ganz los und gib das Gewicht deines Körpers an deine Unterlage ab. Du wirst schwerer und schwerer, denn diese Energie füllt dich vollkommen aus. Dein Becken wird von ihr umspült und es wandert langsam weiter hinauf die Wirbelsäule, Wirbel um Wirbel. Und wenn es irgendwo eine Blockade in deinen Wirbelgelenken gibt, so ist jetzt der Zeitpunkt, wo diese gelöst werden darf, weil die Lebensenergie alles auslöst, was unfrei und erstarrt oder festgehalten wurde. Und so wird deine Wirbelsäule wie ein ganz schmiegsames Kettenglied, eines ums andere, freier und durchlässiger. Auch die Rippenbögen entlang nach oben. Und wenn du im Brustbereich angekommen bist, kann es sein, dass es dir nach einem
tiefen Seufzer verlangt oder einen tiefen Atemzug. Denn auch hier wurde viel Last getragen, viel aufgefangen, was ich jetzt durch diese frische, neue, lebendige Lebensenergie lösen darf. Und du kommst am Schultergürtel an und auch hier setzt sich diese Energie, die doch überhaupt nichts aufgehalten werden kann, weil sie ist universell, fort und löst die Schwere dessen, was wir oft auf unseren Schultern und Rücken tragen. Und schau, wie frei sich hier diese Energie entfaltet. Im Schultergürtel, hinab zu deinen Armen, die Armgelenke, Schultergelenke werden kräftig umspült bis hinab zu deinen Ellbogen. Die noch einmal ganz besonders tüchtig, fleißig ausgewaschen werden und in deine Handgelenke fließen kann. Und unsere Hände, die uns den ganzen Tag mit so vielen Aufgaben begleiten und sie für uns abnehmen, übernehmen, sie für uns tragen, schleppen. Auch die unsere Hände dürfen von dieser Energie versorgt werden. Sie empfangen sie. Und jedes einzelne Fingerglied. Und bedenke, dass dein Daumengelenk zwei Grundgelenke hat, während Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und der kleine Finger drei Grundgelenke besitzt. Sie alle werden von dieser Energie umfangen, gelöst, gereinigt, gelockert, gestreichelt, versorgt. Wir gehen noch mal hinauf zum Schultergürtel, denn jetzt geht es um die Krone, dein Haupt, die Halswirbelsäule, die die ganze Bürde unseres Kopfes mit all seinen Lasten, Aufgaben, seinen Denk- und Denkblockaden tragen muss, auch diese Halswirbelsäule darf zur Ruhe kommen. Die feine Energie, die universelle Energie, löst die Spannungen, die Verkrampfungen, die sich dort befinden. Und auch hier Wirbel um Wirbel strömt frische, neue Lebensenergie hinein. Stell dir vor, dass dein Hals ein offenes Rohr ist, was die Verbindung zwischen Kopf und Körper schafft. Und ganz oben auf dem Atlaswirbel thront der Schädel. Und hier steigt die Energie hinauf. Nichts kann sie aufhalten bis zu deinem Scheitelpunkt. Und von dort aus tritt sie aus dir heraus. Du bist wie ein römischer Brunnen. Du wirst versorgt von der Quelle. Es steigt in dir auf und schwappt in dir über, um wieder zur Erde, ins Universelle zurückzukehren. Und behalte dieses Bild, dieses aufsteigenden Strahls in dir, der sich immerwährend neu füllt und dich versorgt. Sage zu dir selbst, ich bin hier und jetzt. Ganz aufmerksam verfolge ich diesen einen Atemzug. Wir wollen in den nächsten Minuten
die Enge unseres Lebens, unseres Alltags hinter uns lassen. Und dafür stell dir vor, wie du dich in einem Raum befindest, der von unsichtbaren Gittern umgrenzt ist. Diese Gitter sind die Begrenzungen deines Lebens, deines Alltags, aus all den Aufgaben, Verpflichtungen, Urteilen und den Rollen, die wir täglich zu erfüllen versuchen. Innere Gitter und äußere Gitter. Und fühle, wie diese Gitter dich einengen, wo sie dir Raum und Freiheit nehmen. Und nimm genau wahr, wo du dies in deinem Körper wahrnehmen kannst. Manchmal ist diese Wahrnehmung ein Gefühl, vielleicht das Gefühl von Druck oder Enge. Manchmal taucht es uns in Form von Farben oder Sinneseindrücken auf. Manchmal sind es auch akustische Signale, die wir erfahren oder erhalten. Vielleicht ein Kommando, was wir uns selbst zurufen. Wie auch immer, nimm diese unsichtbaren Gitter, die sich dir auf ganz eigene Weise mitteilen, einfach nur wahr, ohne sie zu verändern zu wollen. Wenn sie eine Form hätten, wie wäre ihre Form? Wie wäre ihre Gestalt, ihre Farbe, ihre Textur? Wie nah sind die Gitter? Fühlst du sie ganz in deinem Körper oder eher, wie wenn von außerhalb ein Gewicht auf dich drückt? Und nimm noch einmal einen tiefen Atemzug. Und spüre auch, wie sich bei dem Bewusstwerden dieser Gitter in dir die Sehnsucht nach Freiheit bemerkbar macht. Wenn du dich an den Begrenzungen wundgestoßen hast, du erkennst, dass du dich danach sehnst, dich zu befreien. Du sehnst dich danach, die Weite des Lebens und deines Lebens zu erfahren. Und nun stell dir vor, du bist in deinem Bett, kurz vor dem Einschlafen. Du fühlst dich müde, aber auch neugierig, denn du weißt, dass du gleich einen besonderen Traum haben wirst. Einen Traum, in dem du fliegst. Einatmen und dich mit neuem Leben zu erfüllen. Ausatmen, um loszulassen. Und so schläfst du ein und betrittst die Welt deiner Träume. Du siehst dich selbst an einem anderen Ort, einer anderen Zeit, einem anderen Leben. Du siehst dich selbst als einen Vogel, einen Schmetterling, vielleicht auch einem Drachen, einem Engel. Du siehst dich selbst als das, was du immer sein wolltest. Und spüre, wie du dich in deinem Traum verwandelst. Spüre, wie du deine neue Gestalt annimmst, wie du deine neuen Fähigkeiten entdeckst und wie du ganz neue Möglichkeiten erkennst. Spüre,
wie du dich mit deinem Traum verbunden fühlst oder immer mehr verbindest. Wie du dich mit deinem Traum identifizierst und wie du dich mit deinem Traum glücklich fühlst. Um dich mit neuer Lebensenergie zu füllen. Ausatmen. All das, was dich begrenzt und dein Leben erschwert. Nun bist du bereit zu fliegen. Du spürst einen leichten Windstoß, der dich ermutigt, deine Flügel auszubreiten. Und du spürst eine sanfte Kraft, die dich anhebt. Eine Kraft, deine Flügel zu schlagen. Du spürst eine unbeschreibliche Freude, die dich erfüllt, wenn du deine Flügel kraftvoll benutzt. Du fliegst, du schwebst über allen Dingen, du fliegst über die Welt, die du dir ausgesucht hast. Du fliegst hoch, ganz hoch und alles erscheint winzig klein und dann wieder ganz niedrig und nah. Du fliegst schnell, blitzschnell, drehst Purzelbäume. Und dann auch wieder ganz langsam, ganz schwebend, Weite und Nähe. Du fliegst mit Leichtigkeit, mit Geschick, mit Spaß. Und du fliegst mit deinem Herzen, deinem ganzen Herzen. Und schau, wo es dich hinführt. Und vielleicht ist dein Flug wie ein Tanz um deine eigene Mitte. Du fliegst mit deinem eigenen Selbst. Du fliegst auch mit deinem Geist und du fliegst mit deiner Fantasie, mit deiner Kreativität. Mit all dem, was dich ausmacht. Du fliegst, wie du bist. Du fliegst, wie du willst. Du fliegst, wie du lebst. Du bist der Meister deines Traums. Du bist der Meister deines Fliegens. Du bist der Meister deines Glücks. Einatmen, um dich mit all dem Lebendigen und Leben zu füllen. Ausatmen, um loszulassen. Um abzuheben, um frei zu sein. Fliege so lange, wie du möchtest. Und wann immer du willst, du kannst diesen Flug in jedem deiner Träume fortsetzen. Es sind die Träume deiner Freiheit und die Flügel deiner Freiheit. Genieße jeden Moment, jede Bewegung, jede Empfindung. Lass dich ganz von deiner Intuition leiten. Lass dich von deiner Inspiration verführen und deiner Imagination beeindrucken. Du erkennst ganz neue Horizonte, neue Perspektiven, neue Möglichkeiten.
Wenn du von dort oben auf dein bisheriges Leben schaust, wie nichtig und klein scheinen Probleme, die dich heute noch quälen. Erlebe neue Abenteuer, neue Herausforderungen, für die wir nur ein wenig höher steigen müssen oder die Perspektive wechseln. Wenn es sein muss, fliegen wir auf dem Kopf und betrachten die Welt und das Leben aus umgekehrter Perspektive. Neue Erfahrungen. Siehst du? Manchmal können wir so schnell fliegen, dass wir der Zeit voraus sind, in Lichtgeschwindigkeit. Und den Blick rückwärts richten und dabei erkennen, wie sich Probleme aufgelöst haben, indem wir den richtigen Schritt getan haben. In diesem Moment können wir unseren Flug anhalten und genau hinsehen und betrachten, was wir tun müssen. Fliege so lange, bis du dich vollkommen frei fühlst. Und setze diesen Flug immer wieder fort. Fliege so lange, bis du dich zufrieden fühlst. Und fliege so lange, bis du dich dankbar fühlst. Und immer wenn du bereit bist, zurückzukehren, fliege langsam zurück zu deinem Bett, zu dir selbst. Fliege mit Stolz, fliege mit Respekt, mit Liebe für dich und alles dich Umgebende. Fliege mit Bewusstsein, mit Erinnerung, mit Lernen. Lande sanft und sicher. Falte deine Flügel ein. Und spüre, wie sie sich in dich zurückziehen. Spüre, wie sie immer noch da sind und du sie jeden Moment ausbreiten kannst, wenn du möchtest. Denn sie gehören dir. Und sie warten auf dich. Einatmen, um dich mit neuem Leben zu füllen. Ausatmen, um loszulassen. Und wenn du wieder mal müde bist, wie eng und begrenzt dein Leben ist, und die ganze Erde erscheint dir fast umsponnen von grauem Netz, in dem du dich hilflos verfangen hast. Ein Netz aus Gewohnheit, Gewalt und Gesetz, ein Netz aus Grenzen von Staat zu Staat, Grenzen aus Dummheit, aus Stacheldraht, Grenzen des Geldes, begrenzte Zeit und die Grenzen der eigenen Fähigkeiten. Und wenn du dich wieder mal wundgestoßen an den Gitterstäben, den kleinen und großen, und du weißt genau, du kommst nie mehr vom Flecke. Du bleibst gefangen im eigenen Raum. Dann hockst du dich nieder in einer Ecke und träumst den alten Traum. Da breitest du weit deine Arme aus und ein tiefer Atemzug. Du schwingst dich empor über Straße und Haus im traumhaften Vogelflug.
Du fliegst und du fliegst. Und du brauchst kein Ziel. Das Dasein selbst ist Glück. Keine Grenze dort unten bekümmert dich viel. Du möchtest nie zurück. Es ist alles so einfach. Du wunderst dich kaum und du weißt in deinem Traum, es ist kein Traum. Und du fragst dich, warum man es je vergisst, warum man nicht glaubt daran, dass man immer so frei wie ein Vogel ist und in Wahrheit fliegen kann. Gedicht von Michael Ende. Ich danke euch ganz herzlich für diese Auszeit, passend zum ersten Mal im neuen Jahr 2024. Dankeschön.